Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm sich mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und ging die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Ja, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, auf das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinen Willen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass Abraham angesagt wurde: Siehe, Milka hat auch Söhne geboren, deinem Bruder Nahor, nämlich Uz, den Erstgeborenen, und Bus, seinen Bruder, und Kemuel, von dem die Aramäer herkommen, und Kesed und Hasu und Pildasch und Hidlaf und Betuel. Betuel aber zeugte Rebekka. Diese acht gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. Und seine Nebenfrau mit Namen Reumea gebar auch, nämlich den Tebach, Gaham, Tahash und Maacha. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kiriat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und dort begrabe. Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns
wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begräbst. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hittitern. Und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so höret mich und bitte für mich Ephron, den Sohn Zohars, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegriff des unter euch. Ephron aber saß unter den Hethitern. Da antwortete Ephron, der Hethiter, dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allem, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volkes, um deine Tote dort zu begraben. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete mit Ephron, sodass das Volk des Landes es hörte, und sprach: Willst du ihn mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort auch begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich doch. Das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter: 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war. So wurde Ephrons Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela, östlich von Mamre, das ist Hebron im Lande Kanaan. So wurde Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Psalm Nummer 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Psalm Nummer 2. Warum toben die Heiden und mohnen die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Eins wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerspeisen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege
denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen.